So, wie ihr euch erinnern könnt, sind wir beim letzten Mal so weit gewesen, dass wir eine Schmelztiegel-Einladung bekommen haben, sprich eine Einladung zum PvP-Gebiet. Ich habe das Ganze jetzt hier gerade mal eben gestartet und wir begeben uns dann jetzt mal in die Schlacht. Und ich würde mal darauf wetten, dass das hier so ein Gefecht 6 gegen 6 ist, weil wir halt 12 Spieler eben haben. Und wir hoffen mal, dass wir jetzt nicht zu arg auf die Fräse bekommen. Ufer der Zeit auf der Venus, Smart Moons. Okay. PvP ist übrigens der einzige Modus, den ich in der Alpha nicht ausprobiert habe. Der war dort nämlich auch mal zum Anspielen zur verfügbar. Kontrolle! Alpha Team! Zeit zu kämpfen, Hüter! Erobert alle Zonen! Okay, das ist ein Zoneneroberungskampf, okay. Also so in etwa sowas wie Conquest bei Battlefield, um mal einen Vergleich zu ziehen. Der Feind hat Zone A erobert. Ihr habt Zone C eingenommen. Läuft das hier auf Zone B erobert. Zeit? Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Wir haben alle verloren. Sie haben die Kontrolle. Zone B neutralisiert. Zone A neutralisiert. Ihr habt Zone B eingenommen. Zone A ist sicher. Ah, das war natürlich jetzt hoch. Ah, und schon hat es mich zerfetzt. Zone B verloren. Weiter Zone B erobert. Aber es sieht dann doch so aus, als ob man hier so in einem gewissen Level Bereich miteinander zu tun kriegt, weil die sind alle Level 6 bis Level 8 und so weiter. Ist natürlich jetzt balancetechnisch dann eher ein bisschen nachteilig für das Team mit den niedrig leveligeren Spielern. Wie man hier auch sieht, ich werde hier ständig von Level 6ern und Level 8ern weggeholt. Zone A verloren. Ich glaube, bei der Balance müssen sie sich hier noch ein bisschen was einfallen lassen. Du kannst mir auch gerne wiederbeleben. Der Feind hat alle Zonen. Das ist natürlich klasse. Zone C neutralisiert. Wenn man hier von seinem eigenen Team Zone nicht C ist sicher. Wiederbelebt wird. Zone B ist neutralisiert. Okay, da gehe ich hin. Zone B ist sicher. Da, und wieder hat mich so ein Level 6er weggeholt. Munition kommt. Zone B verloren. Zone C verloren. Du hast schwere Munition. Feind hat Zone B erobert. Feind hat Zone C eingenommen. Dann ist ja meiner. Zone A neutralisiert. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Oh. Ich wüsste jetzt ja gerne, von wo es hier... Ah, da oben ist er. Zone A verloren. Okay, also... Eine Sache muss noch ausbalanciert werden und das der ist... Feind hat Zone A erobert. Das ist das Wir PvP... Haben alles das PvP... Das ist total un...
unbalanciert. Zone B ist neutralisiert. Zone B ist sicher. Oh, ist hier schon wieder irgendwas zerfetzt. Also das PvP-Spiel ist jetzt hier wirklich jetzt noch mehr oder weniger bisschen unsauber. Da, und schon wieder hat mich ein Level 8er weggeholt. Okay. Ich habe noch keine Handgranate. Zone B verloren. Zone B ist sicher. Oi, oi, oi. Zone B verloren. Zone C ist sicher. Feind hat Zone B erobert. Mit der Ausrüstung gegen einen Level 8er Zone A neutralisiert. Keine Chance. Zone A ist sicher. Da, und du spawnst und sofort hat der Gegner dich im Blick. Man hängt sicherlich auch ein bisschen immer mit dem Team zusammen, in dem man gerade spielt. Aber ein Stück weit ausbalancierter muss es eigentlich schon sein. Denn ansonsten kriegt das Zone C eingenommen. Team mit den schwächeren Leveln, mit dem schwächer leveligen Charakteren, dann sicherlich immer Schwierigkeiten. Und das soll es natürlich auch nicht so richtig sein. Versuchen wir eher so ein bisschen das Scharfschützengewehr zu nutzen. Licht mir vielleicht ein bisschen mehr als das Spiel mit dem Sturmgewehr. Ah. Schwere Munition kommt. Zone A verloren. Zone C neutralisiert. Schwere Munition verfügbar. Der Feind hat Zone A erobert. Erobert die Zonen, sonst ist es vorbei. Zone B ist sicher. Zone C. Ich würde ja fast mal sagen, dass ich hier mit meiner Spielweise am besten mit dem Scharfschützengewehr arbeite. Nur der Kampf bringt den Sieg, Hüter. Also kämpf! Ah, jetzt hat es nicht ganz geklappt. Was ist denn das Lilane hier hinten überhaupt? Ist das irgendwie ganz spezielle Spezialmunition oder was? Ach, das ist schwere Munition. Ah, das war jetzt nicht sehr mutig. Ist nicht zu unterschätzen. Dein Team hat verloren. Ja, mein Gott, okay. Okay, wir machen mal noch eine zweite Runde. Vielleicht klappt es ja da ein bisschen besser. Okay.
Okay, dann cutte ich die Suche jetzt hier definitiv erstmal raus. Bis gleich. So, nachdem wir ja nun im letzten Match so richtig auf den Sack gekriegt haben, hoffen wir mal, dass es jetzt im nächsten Match dann ein bisschen besser läuft. Aber für die erste Runde PvP kann man sowieso nicht allzu viel erwarten. Vor allem, wenn das... wenn es so ist wie eben gerade, dass man mit so einem unbalancierten Team spielen muss, sprich wenn der Gegner teilweise Level 8er hat und man selbst nur Level 5er und 6er und so weiter. Kontrolle! Bravo, Team! Zeit zu kämpfen, Hüter! Erobert alle Zonen! Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Feind hat Zone C eingenommen. Führung übernommen. Feind hat Zone B erobert. Ich habe so den Eindruck, dass ich mit dem Scharfschützengewehr hiermit am besten klarkomme. Führung abgegeben. Scheiße, wo kam das jetzt her? Ah. Zone B ist neutralisiert. Zone B ist sicher. In Führung! So, diesmal läuft es doch dann zumindest fürs Team schon mal um einiges besser. Zone A verloren. Ich bin ja generell Zone A erobert. Bin ja generell so ein Spieler, Zone der C sich neutralisiert. In Schlachten so ein bisschen im Hintergrund hält und dann eher aus der Ferne kämpft. Zone C ist sicher. Man kann an diesen Pfeilen, die einem auf dem Bildschirm angezeigt werden, mitunter doch etwas schwer erkennen, ob das jetzt ein Schuss und Treffer von hinten war oder ob der jetzt von vorne kommt. Weil dieser Pfeil so in so einem etwas alibimäßigen 3D dargestellt wird. Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Schwere Munition kommt. Zone C neutralisiert. Du hast schwere Munition. So, ich kann jetzt wieder nicht sehen, von wo ich getroffen wurde. Das ist... Die Orientierung ist hier manchmal echt noch ein kleines Problem für mich. Führung verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Ja. Zone A neutralisiert. Zone A ist sicher. Führung übernommen. Ah, Mist. Den habe ich jetzt hier mal gar nicht gesehen eben.
Zone B verloren. Zone C neutralisiert. Feind hat Zone B erobert. Zone C ist sicher. Ja, da bin ich noch ein bisschen ungeübt in dem Ganzen hier. Aber es ist, muss ich leider zugeben, auch noch ein bisschen frustrierend, dass... Zone B ist neutralisiert. Zone A verloren. Dass die Spieler hier teilweise... Zone B ist sicher. So ein bisschen mit... Der Feind hat Zone A erobert. Zone C verloren. Spielern konfrontiert werden, die ein weitaus höheres Level haben. Der Feind hat Zone C eingenommen. Was heißt weitaus? Aber es ist ein bemerkbarer... Es ist einfach ein bemerkbarer Nachteil, den man hier einfach dann hat. Das ist wirklich ein spürbarer Nachteil. Zone A neutralisiert. Zone C neutralisiert. Wenn man hier drei Level niedriger ist als der Gegner. Zone C ist sicher. Ihr habt Zone A erobert. Feind hat Zone B erobert. Zone A verloren. Zone B ist neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Zone B ist sicher. Also ich habe echt den Eindruck, ich komme hier mit dem Scharfschützengewehr einfach besser hin. Zone C verloren. Zone A neutralisiert. Feind hat Zone C eingenommen. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Was? Wie? Ich also gerade ein bisschen die Orientierung verloren hier. Nur noch 5 Minuten. Boah, da hat mich doch tatsächlich einer mit dem Scharfschützengewehr geholt. Schwere Munition kommt. Zone C neutralisiert. Zone C ist sicher. Ihr habt alle Zonen erobert. Schwere Munition verfügt. Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Ah, verdammt, jetzt wollte ich darüber springen. Und hab die Plattform verfehlt. Zone C neutralisiert. Also, ich guck mal hier so ein bisschen hin. Zone rum. C ist sicher. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Okay, Gegner holt sich gerade Zone A. Der Feind hat Zone A erobert. Zerquetscht sie, schick sie heulend nach Hause. Zone A neutralisiert. Drei Zone Minuten. A ist sicher. Ihr habt alle Zonen erobert. Wenn wir so weitermachen, können wir wirklich gewinnen. Dein Team hat gewonnen. Na wunderbar, das lief doch dann in der zweiten Runde, im zweiten Anlauf, dann noch um einiges besser. Mal gucken, was wir abgesahnt haben.
ich habe jetzt auch endlich mal ein paar Kills. So richtig was bekommen haben wir nicht. Kann ich jetzt hier auch raus? Genau, Spielersuche verlassen. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass man für solche Optionen, Spielersuche verlassen oder solche Sachen, bei denen man sich, wenn man einen Klick macht, schnell mal verklicken kann, dass die Aktion erst ausgeführt wird, wenn ich den Button eine Weile gedrückt halte. Dadurch minimiert man so die Gefahr, dass man aus Versehen irgendwie was macht, zum Beispiel die Spielersuche verlassen oder in irgendeine Region einmarschieren. Und dann spart man sich so ein bisschen den Ärger, dass sich erst wieder rauszuwurschteln oder so. Oder irgendwie zu quitten und damit seine Statistiken so ein bisschen zu versauen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man da den Button gedrückt halten muss. Und ich glaube, jetzt hier nach zwei PvP-Schlachten sollte es das für diese Folge auch erstmal gewesen sein. Sobald wir jetzt im Turm angekommen sind, werde ich entsprechend den Cut machen. Und dann in der nächsten Folge noch mal ein bisschen was zeigen. So, wir sind zurück im Turm. Und wie gesagt, ich mache jetzt hier den Cut. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Da wird es auf jeden Fall noch ein, zwei geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen und Liken. Bis zur nächsten Folge. Ich verabscheue mich.